Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön und herzlich willkommen zu Nur gefragt. Wir wollen heute wieder philosophische Fragen beantworten. Hier moralische Fragen. Moralische Fragen sind so wichtig. Moral, nicht? Denn wie hat Immanuel Kant, der große Immanuel Kant, gesagt, zwei Dinge erfüllen mich stets mit großer Bewunderung und Ehrfurcht. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich persönlich finde auch Geschlechtsverkehr immer ganz beeindruckend. Aber damit hatte Kant wohl nicht viel am Hut. Er hat lieber nachgedacht. Denken ist ja auch schön. Ich glaube, das denken auch hier unsere vier Philosophen, die heute mitdenken werden. Ingo Appelt und Thorsten Sträter. Und auf der anderen Seite Ingmar Stadelmann und Micky Weisenherz. So. Kinder. Schon wieder eine Woche rum. Manchmal Wahnsinn. Schnell. Wahnsinn. Also dein Bart ist länger geworden, ja, kann das sein? Ja, ja. Ich habe auch gerade, als du Immanuel Kant, habe ich Imam Kant verstanden, weil ich ihn dabei angeguckt habe. Oh, das ist aber schon wieder AfD-Denke. Ne? Jetzt ist es schon der Imam Kant. Ne? Jetzt nimmt uns sogar schon der Moslem schon die Philosophie weg. Ne? Der Imam Kant. Wir wollen heute Fragen besprechen, die uns alle angehen, existenzielle Fragen. Fragen, wo immer auch ein Pro und ein Contra möglich ist. Und wer hier welche Meinung zu vertreten hat, das bestimme ich. Ja, wir sind unvorbereitet hier. Wir müssen alle improvisieren. Deswegen, ich kenne die Fragen auch noch nicht. Ich hole sie einfach mal hier aus diesem Umschlag heraus. Und wir beginnen, und das finde ich eine unglaublich gute Idee, mit der ersten Frage. Thomas Grosch aus Marl schickt uns die Frage. Ach so, er muss, glaube ich, hier sein, oder? Oh, ich glaube, er ist hier im Publikum. Da sitzt er. Das ist Thomas Grosch aus Marl. Ist das nicht eine Restaurantkette, Grosch? Grosch, ja, auf Sylt. Ja, Grosch, und ich finde, das ist eine wirklich richtig gute Frage. Soll man sauber machen, bevor die Putzfrau kommt? Oh, das ist das. Ja. Was ist das denn? Also, Thorsten Sträter ist dafür. Ja, 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 ich auch dafür sein. Ich propagiere das. Ja, er muss Ingo mit in sein Verhängnis. Nee, dann soll er mal putzen. Das ist wir mir sind egal. Klar dagegen. Ja, das ist natürlich, also meine Mutter macht das auch. Wir hatten, meine Mutter und meine Oma, die haben wirklich immer Schiss, die haben richtig Schiss gehabt vor der Putzfrau. Angst davor, dass die Putzfrau denken könnte, es sei nicht sauber. Ja, was ist das für? Die Frau Kraft kommt am Freitag und dann fing die schon am Mittwoch an. Ihr habt die Ministerpräsidentin als Putzfrau. Ja, die hat auch so geputzt. Ja, ja, bei Micky läuft. Bei Micky läuft. Ist aber auch. Da läuft. Ja. Aber, finde ich top. Aber wie, wisst ihr, sonntags kommt ja der Gauk und macht den Keller noch. Das ist so. Also meine Putzfrau, ich meine, sagen wir doch mal, das sind ganz arme Schweine. Ja, die verdienen nicht viel, weißt du, das ist so gerade mal ein Mindestlohn. Und dann soll die dafür auch noch arbeiten? Ich lasse die höchstens abnehmen. Ich sage, habe ich das schön gemacht? Ja. Weißt du, dann kriegt sie erstmal eine Zigarette, dann setze ich sie auf den Balkon, dann zeige ich ihr die Blümchen und dann gehe ich für sie einkaufen, dann fahre ich sie nach Hause, dann ist die Stunde rum, dann kriegt sie ihre 80 Euro und gut. Ja, schwarz? Schwarz. Nein, natürlich nicht schwarz. Nein, natürlich nicht schwarz. Meine Putzfrau kriegt mehr, also ich zahle da mehr als meine Ex. Also die kriegt so viel Geld. Meine Ex putzt ja auch nicht. Ne? Schon lange. Die durfte ja, deswegen ist die auch raus. Ja. Die wollte mal wieder selber putzen. Das ist bei mir so. Das ist einfach so. Aber die kriegt richtig Asche, die ist auch versteuert. Und das wird alles. Und wir fliegen auch einmal zusammen im Urlaub. Im Jahr. Ja. Ich finde Putzfrau. Man muss vorher sagen, man will ja auch nicht, also die Unterhosen lässt man doch nicht liegen. Also es gibt so Leute, ich mache das. Na, ich lasse die nicht liegen. Ich habe mir Laminat anfertigen lassen, wo dreckige Unterwäsche draufgedruckt ist. Das heißt, die Putzfrau gewöhnt sich dran. Und wenn da wirklich mal eine liegt, die merkt das gar nicht. Ja, das ist total super. Ganz subtiles, kann ich nur. Nee, ich mach das so. Das ist ja wirklich... Es ist einfach, also ich onaniere ja auch nicht, bevor ich mit meiner Freundin schlafe. Das ist totaler Schwachsinn. Also warum soll ich denn die Wohnung Interessant, drücken? Das zu wissen. Ich wollte gerade fragen. So. Ja.
Boah, ist ein Anstrengender. Nein, aber wenn ich noch eins anfügen darf, das Bitte. Ist natürlich auch eine grunddeutsche Disziplin. Das heißt, wir alle versuchen ja immer mehr zu scheinen, als wir sind. Selbst Grabsteine, also selbst Postmortem geht es ja nur darum, wer hat den größeren, schöneren Grabstein, was ist besser gepflegt. Das heißt, in unserem eigensten Refugium muss man doch einmal auch mal loslassen können. Nein. Und sagen können, nein, ich lasse es so, wie es ist, so bin ich. Und die Putzfrau ist die, im Grunde genommen ist es, ist ja, die Putzfrau die einzige so Person, die einen wirklich so. Kennt. Das stimmt. So wie man ist. Also die Putzfrau, was willst du, Dieter? Ich wollte sagen, dass ich meinen Grabstein selber sauber mache. Aber es ist egal. Ich glaube, wenn du stirbst, ist das eh alles digital. Ich sage, ja, so kann man nicht aussehen mit der 50er. Steckt ein iPad im Boden. Ja, steckt ein iPad im Boden. Mit den besten Gags. Ja. Bitte PIN eingeben. Ich sage nur... Der Browser ist abgestürzt. Ja. Ich sage nur Putzfrauen und nennen wir sie doch gleich Reinigungskräfte. Putzfrau klingt schon so herabwertend. Das genau. sind Leute, die Menschen, die Geld verdienen, indem sie zu dir nach Hause kommen und deine Scheiße wegräumen. Also sieh zu, dass das vorne ein bisschen würdevoll ist. Ich finde auch, die Toilette sollte man immer selber putzen. Es sei denn, du bist bettlägerig oder Pflegestufe 8. Ansonsten putze ich gefälligst selber. Ist doch so. So, und dann behandle die Leute mit dem Respekt, den sie verdienen für solche Jobs. Fertig. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Karneval. So bap, bap, bap. Ja, stimmt. Ich glaube, das Ding gewöhne ich mich. Irgendwann wache ich morgens auf, sitze am Frühstückstisch und denke, wo ist es? Ja. Darf ein Mann... Oh, jetzt. Oh je. Es scheint eine Sache zu sein, die dich betrifft. Hast du gerade ein Telegramm Nein. gekriegt? Nein, überhaupt nicht. Darf ein Mann schöner sein als seine Partnerin? Ja, ich finde schon dieser Physiker, mit dem die Kanzlerin zusammen ist, ist ein attraktiver Typ, offen gestanden. Im Verhältnis. Er könnte. Darf ein Mann schöner sein als seine Partnerin? Dafür stimmen Ingo Appelt und Thorsten Sträter, dagegen Micky Beisenherz und Ingmar Stadelmann. Man muss sogar versuchen, schöner sein als seine Frau. Das ist ein Auftrag. Das heißt, deswegen laufe ich Glitzerklamotten. Ja, also Ingmar und ich, wir müssen Strassmann hier ganz widersprechen. Ja. Also, ich finde schon, als Mann muss man im Prinzip so aussehen wie ein Haufen Hack mit Augen drin. Ja. Das ist das beste Gefühl, was der Frau geben kann. Du musst eine Laune der Natur sein und die Frau muss denken, toll. Ja, so. Sicher. Ja. Und was kommt dabei raus? Das Phantom der Oper. Das hat auch nicht funktioniert. So. Weißt du, so. Der Fraggle da. Ja. Nee. Nein. Es macht nur Stress, oder? Ja, es ist absolut. Es ist absolut. Das schön. Ist doch in der Natur. So, ich bin unfassbar schön, so. Aber man merkt, das ist dann halt einfach auch eine Krisenregion. Da wird dann halt einfach das Zuhause wird dann irgendwo auch. Man ist eigentlich nur noch permanent im Bad, immer rein raus. Es ist nicht gut. Was wollte ich eigentlich sagen? Was ich sagen wollte ist, die fruchtbarsten Beziehungen sind doch diejenigen, wo der Mann der hässliche ist. Wem sagst du das? Die furchtbarsten. Du hast das eher falsch ausgesprochen. Die furchtbarsten Beziehungen. Ne? Ja, stimmt. Brad Pitt ist auch gescheitert. Ja, gut. Ja, der mittellose Fraggle. Ich sag das immer wieder. Der kriegt nie wieder eine ab, der Vogel. Ja. Der hat auch, genau wie du, Beulen an der Arme, da geht gar nichts. Ja. Naja, ich sage nur, nein. Es ist tatsächlich das übliche Rollenmodell, das wird dir von vornherein beigebracht. Es heißt ja auch nicht Barbie und Karl Dahl, sondern Barbie und Ken. Und dann gibt es die Schöne und das Biest. Der Typ läuft ja im Wesentlichen auch als Rottweiler durch die Bude, bis zum Schluss da irgendwas passiert. Es gibt den verkackten Froschkönig und Quasimodo und Esmeralda, obwohl die spricht auch kein Wort geradeaus. Und da ist es immer so ausgelöst worden, dass es ganz gut endete eigentlich. Also er verwandelt sich vom Hund dann in so einen Prinzen. Ja, das ist das Monetäre wieder. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich stehe. Das ist echt mein Problem. Ja. Das Problem haben wir, glaube ich, alle. Deswegen lassen Sie Geben wir es auf. Ja, raus. Darf ein Mann schöner sein als seine Partnerin, haben wir unsere Experten gefragt. Die haben es offenbar nicht genau auf die Reihe gekriegt. Deswegen frage ich mal das Publikum. Ja. Darf ein Mann schöner sein als seine Partnerin? Darf ein Publikum schöner sein als Also wir alle hier wissen ja, dass es funktionieren kann. Ja. Maschmeyer funktioniert das sehr gut. Der ist sehr, sehr schön. Der, der ist so mit dem Mann zusammen. Er hat jetzt exakt, exakt dieselbe Anzahl Gesichtsausdrücke wie seine Frau. Wanderpanoptikum, aber günstiger. Vielleicht. Ja. Wenn man einen hat, warum soll man einen zweiten dazu kaufen? So. Darf ein Mann schöner sein als seine Partnerin? Unser Publikum hat sich entschieden. Und selbstverständlich eine Zweidrittelmehrheit, das ist
Fast. 64%. Da aber es reicht nicht zur Verfassungsänderung. Oh, das ist aber jetzt mal nicht so dicht dabei. 64% sind dafür. Ja, der Mann darf schöner sein. Echt? 36% sagen... Das passiert doch in der Praxis überhaupt nein. Nicht. Nein. Darf ja. Immerhin. Das überrascht mich jetzt, ehrlich gesagt. Es überrascht mich tatsächlich auch, ja. Ein Drittel der Leute sagt, also über ein Drittel der Leute sagt, nein, der Kerl soll gefälligst aussehen wie eine Klobrille. Alles, vielleicht alles war das auch nur so eine, Wunschdenken, weißt vielleicht du? War es auch nur so eine Art Ansporn der Damen, die haben gedrückt, genau. Haben dann ein bisschen auf ihren Alten geguckt, haben gesagt, du kannst es ja zumindest mal versuchen. Ne? So. Der Wunsch ist Vater des Gedankens an dieser Stelle. Immer doch. Die nächste Frage habe ich persönlich nicht von dem Publikum zugeschickt bekommen, sondern die habe ich selber mitgebracht. Und zwar, soll ich das sagen? Es soll ja demnächst ein Posten neu besetzt werden in Deutschland. Und ich finde, auch da sollten wir nicht hinten anstehen, sondern wir sollten mitdiskutieren alle. Dieser Posten ist ein wichtiger Posten, ist der höchste Posten im Staat, was viele Leute gar nicht wissen. Deswegen meine nächste Frage, soll ich, Dieter Nuhr, für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren? Ja, ja, oh, ja, 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 ja. Ja. Kommen wir sofort zu nächsten. Meine Frau bringt mich um. Dafür selbstverständlich. Ich. Thorsten Sträter. Dann ist er weg vom Markt. Wir sind dagegen. Vehement dagegen. Ingmar Stadelmann und Micky Beisenherz. Ich kann sofort sagen, ich bin dagegen. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Ich sehe, wie oft du hier auf den roten Knopf drückst. Das möchte ich nicht, wenn du da irgendwo sitzt und tatsächlich Macht hast. Da habe ich Angst. Der Bundespräsident hat keinen Zugriff zu Atomwaffen. Nee, der denkt, der macht die Jalousien hoch und runter und dann macht Bumm. Also es ist wieder kein Zugriff auf Atomwaffen. Er als Bundespräsident. Du hast keine Atomwaffen. Wieso habe ich mich dann beworben? Ja. Damit du im Schloss Bellevue im Garten sitzen kannst, kriegst Bienenstich und ab und zu machst du die Bundesgartenschau auf. Da schneidest du ein Band durch, fertig ist die Laube. Ja. Mehr ist das nicht. Ja, und das kann mir bitte irgendjemand verraten, inwiefern sich dann mein Job irgendwie von dem unterscheidet, weil was wir, ich heute mache? Wir alle möchten, dass es eine Neujahrsansprache gibt, wo einmal das Wort Penis drin vorkommt. Und deswegen, und Kant, möchten wir das auf jeden Fall. Ich möchte Silvester da sitzen, dann möchte ich hören, Penis. Das wäre schön. Er muss ja dann ostdeutscher Prediger werden, weil wir haben nur ostdeutsche Prediger. Merkel und Gau, also der du bist dann ein ostdeutscher Prediger. Du musst dann anfangen zu sexeln. Das kann man lernen. Ja, ja. Aber das stelle ich mir vor, dann heißt dann auch nicht mehr Penis, sondern Penis. Wir sind, im Prinzip sind wir ein Gottesstaat, da hat er nicht ganz Unrecht. Das ist richtig. Du bist gänzlich ungeeignet, ich habe dich schon dreimal Sachen selber zahlen sehen, also in dieser Tradition ist das schon mal, funktioniert schon mal gar nicht. Außerdem ist natürlich auch ein Deutschland im Jahr 2016, kann einen Bundespräsidenten nicht vertragen, der nach der Maxime lebt, verhöhnen statt spalten, das geht so nicht. Wir brauchen jemanden, der viel gefühliger ist, der... Du bist zu scharf. Ich finde, also nicht optisch natürlich. Niki, das wusste ich gar nicht. Nein, das Geilste ist. Ja, jetzt ist es ja auch egal. Dieter wird Bundespräsident. Wir kriegen alle einen geilen Job im Schloss Bellevue, kriegen eine fette Pension, arbeiten alle nicht mehr. Da freue ich mich drauf. Das wäre super. Was leider wirklich tatsächlich als am ehesten gegen dich spricht, ist, du bist viel zu politisch für das Amt des Bundespräsidenten. Das stimmt allerdings. Das funktioniert aber nicht. Das ist so als, ich glaube als Großonkel, das wird nichts. Ja. Du müsstest dann doch dich viel zu sehr zurücknehmen und Jetzt kriegt er Angst, merkt ihr? Jetzt kriegt er langsam Angst. Ihr habt es ihm ausgewählt. Dann war's das wohl für mich. Und lass uns das doch mal abstimmen eben jetzt hier. Das muss doch einmal gehen, oder nicht? Mich würde mal interessieren, wird er jetzt Bundespräsident oder nicht? Schön. Also wenn ich das... Du hast ja ein sehr zugeneigtes Publikum. In der Tat. Die Spannung ist mit Händen zu greifen. Womit auch sonst. Keine Beispiele jetzt. Wofür hat sich das Wahlvolk entschieden? Weniger eindeutig, als ich dachte. Ich dachte auch. Auch wieder eine Zweidrittelmehrheit, aber diesmal sogar... Ja, siehst du, es geht doch. So die Stimmung. Die Stimmung kippt langsam. Also, 66,
Wie viel Prozent? 66? 66 sahen sich schon im Schloss Bellevue bei Häppchen im Garten, dass du dir alle einlädst. 66 ist Diktatoren-Anfänger-Level. Da ist also noch ein bisschen Luft. Diktatoren-Anfänger. Luft noch oben. Ja. Ja, das ist... Ich nehme die Wahl an. Ja. Danke schön. Und, Das Problem ist, dass du das dann hier nach Reichsbürgertum auch als dein persönliches Refugium erklären solltest, weil draußen wird die Nummer eng. Ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war nicht unbedingt repräsentativ hier, oder? Ach, glaubst schon. Obwohl, in Dresden wird es ausreichen. Also das Gefühl der Repräsentativität, ja. Ja, kann schon sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollte man Rauchern die Zigarettenpausen vom Gehalt abziehen? Die beiden qualmen wie die Sau, dann sind Sie... Dagegen natürlich, also man sollte Rauchern, ihr habt Verständnis für die Raucher, wir haben Verständnis für die Raucher, nicht natürlich. Das Gehalt kürzen, weil sie rauchen und ihr seid dafür. Ja, oder? Absolut. Total. Absolut. Was soll die Qualm? Letzten Endes, wenn man es tatsächlich auf die Produktivität münzt, so ein starker Raucher ist ungefähr 20 mal 5 Minuten draußen vor der Tür, da er mittlerweile auch nicht mehr so richtig bei Kräften ist, die Lunge rasselt wie so ein alter Werkzeugkasten, braucht er 5 Minuten hin, 5 Minuten zurück, das sind schon eine Viertelstunde, jetzt so 20 mal 15, wie viel sind das? 600? 100. Da kommt richtig was zusammen, das ist Arbeitsleistung, die verloren geht. Warum, ja, soll, nein, ich dafür, nicht. Warum soll ich als Chef dafür zahlen? Ich finde, das Rauchen, kann man der Putzfrau geben. Rauchen erweitert die Gefäße. Das heißt, wenn du aus der Raucherpause kommst, bist du effizienter. Und außerdem kiffst du mit 57 tot um, also viele Kosten kommen da auch nicht mehr auf dich zu. Ich sage, lass sie rauchen und bezahl sie. Deswegen geht es auch nicht weit genug. Nicht nur, dass man sozusagen denen das Geld kürzen sollte. Ich finde, es sollte auch verboten sein, zum Beispiel im Auto zu rauchen. So. Es sollte verboten sein. Ja, ich darf ja auch nicht telefonieren während der Fahrt, also darf ich auch nicht rauchen. Ich darf aber zu Hause noch Toilettenpapier benutzen, oder? Aber nur, wenn es nicht brennt. Oder muss ich warten, bis ich einen Fax kriege von der Regierung. Also, du rauchst beim Kacken? Bitte was? Natürlich. Ich kann gar nicht rauchen beim Kacken, weil ich das iPad halten muss. Ich wollte auch noch was sagen. Damit nicht angefangen. Gewöhnt es euch ab. Für uns ist es zu spät, aber gewöhnt es euch ab, wenn ihr könnt. Weißt du, ich habe ja erst mit 33 angefangen, ich Idiot. Ich bin 35, das ja, ist wirklich das ist doch völlig bescheuert. Seit 30 Jahren raucht ihr. Ja. Zusammengerechnet schon, da seid ihr stark drin. Ja, aber einfach nur so ein bisschen. Ja. Meine Frau sagt immer, das sieht bei mir total schwul aus, wenn ich rauche, weil ich die Kippe immer so halte. Sie sagt, das sieht bei dir so scheiße aus, mach das Ding weg. Und trotzdem, man hat so das Gefühl, man... Ja, weil du das nicht richtig machst. Mir ist neulich noch im Taxi die Shisha umgefallen. Die Shisha? Das war unangenehm. Ja, überall Holzkohle, ganz, ganz schlimm. Du musst gucken, was du rauchst. Ja. Alles ist okay, außer Elektro-Pinorex. Aber warum? Wie sieht das denn aus? Das sieht aus, ich sehe die Leute in der Innenstadt und denke mir immer, wenn du Fieber hast... Da musst du zum Arzt gehen. Weißt du? Das sind ja teilweise solche Kolben, das sieht aus, als würde einer an einem Auspuff lutschen. Ne? Die haben das noch nicht im Griff mit dem Akku. Du hast so einen Okolyten im Hals. Ja. Ich möchte morgens im Waschbecken sehen, was ich abends geraucht habe. Ich will mich an so einer Tröte ziehen und dann alles zudampfen. Was ist das für eine Scheiße? Ja, wirklich. Muss brennen. Es ist auch dieses Gefühl, ich habe Feuer gemacht. Das ist archaisch. Dieses weißt du, archaische Männlichkeitsgefühl. Und das Feuer kommt immer näher. Es kommt näher. Es kommt, Feuer ich höre, gemacht. Wie es knistert. Ach, aus. Ja. Ey, du bist überflüssiger Elektroschnickstab. Ja, total. Aber das ist ja wirklich totaler Bullshit. Mein Bruder hat das auch. Der hat auch diese Elektrozigaretten und das schon die Handbewegung von dir. Kerl von 1,95 Meter, ein Mann wie ein Baum, mit diesem Teil runtergeglöklert irgendwie. Das ist wirklich, das ist plötzlich so. Das sieht ist einfach wie Elektrogrillen aus. Auch. Das ist genau so ein gleicher Mist. Da sitzt du dann mit den Tofu-Würstchen und grillst. Ja. Beruhige dich, Ingo. Wobei wir jetzt so ein Stück weit auch die eigentliche Fragestellung ein Stück weit verlassen haben. Zum allerersten Mal im Übrigen. Ich bin sehr froh, jetzt weiß ich, warum ich hier Karten habe, weil ich kann mich manchmal gar nicht mehr daran erinnern, worum wir sprechen. Ja, aber das ist im Grunde genommen der beste Beleg für das, was wir gerade gesagt haben, weil das Rauchen dich nämlich ablenkt von der eigentlichen Aufgabestellung. Und Raucher können sich nicht mal für 5 Minuten konzentrieren auf das, was sie machen sollen. Und deswegen sind Raucher... Guck doch mal, wie ineffizient wir gerade waren. So, Bicky hat recht. Meerschaumpfeife. Alles nur keine Elektrozigarette. Echt. Die E-Zigarette sieht aus, als würdest du während der Arbeit? So Oralverkehr mit R2-B2. Lass die Finger weg davon. Was ist mit Kiffen? Ja, was ist mit Kiffen während der Arbeit? Bitte was? Kiffen während wenn der Arbeit. Wenn du DJ bist, ist komm es Bedingung. Wollte ich gerade sagen, komm stark auf deine Arbeit. Wenn du Pilot bist, lass sein. Ja. Oder mach's. Ja. Da oder ist auch mit der Raucherpause beim Piloten ist auch doof. Geht der raus? Der macht nur das Fenster auf. Auf Kippe. Puh.
Sollte man Rauchern die Zigarettenpausen vom Gehalt abziehen, fragen wir unser Publikum. Ach Gott. Und unser Publikum stimmt ab. Erstmal fragen müssen, wie viele Raucher da sind. Ja. Einige sind zum Rauchen raus. Oh, ist fertig. Jetzt, ach, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich aber wirklich sehr. Schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Oha. Oh. Ziemlich eindeutig. Ja, ich weiß Drei Bescheid. Viertel zu ein Viertel. Militantes. Militantes Pack. Niederdebattiert. Wir haben sie niederdebattiert. Ha. So. Das sind alles so ein... Leute, das sind alles diese Neider, die nee, würden auch mal, sagen, jetzt muss ich mir die Gestalten mal angucken. Das überrascht mich jetzt. Weil ich bin nicht Raucher, aber trotzdem, ich bin sehr überrascht. Also, drei Viertel der hier anwesenden Bevölkerung ist dafür, den Rauchern das vom Gehalt abzuziehen. Das ist interessant. Okay. Sollte man die Sommerzeit abschaffen? Das ist eine sehr pragmatische Frage für mich. Ja, da bringt schon Leute im Publikum auf. Ja! Ich bin absolut dagegen, weil ich es hasse, wenn es im Sommer vor 11 Uhr dunkel wird und ich hasse es, wenn es im Winter nach 5 Uhr dunkel wird. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich diskutiere gar nicht mit. Wofür fragen wir Ingo Appelt und Thorsten Sträter, weil die sind auf jeden Fall absolut, absolut für die Abschaffung der Sommerzeit, selbstverständlich. Ja, und gegen die Abschaffung der Sommerzeit Micky Beisenherz und Ingmar Stadelmann. Ja, ja. Klar. Wir sind sogar dafür, dass es genau umgedreht wird. Im Winter ist eine Stunde länger. Dunkel, Schwachsinn. Moment. Ach du, ach, es geht um die Sommerzeit. Ich habe, es geht darum, in den Sommer abzuschaffen. Nein, die Sommerzeit. Den Sommer sollten wir lassen, finde ich. Weil ich mir gerade eine Schaukel gekauft fürs Kind. Lass uns den Sommer lassen. Der Sommer bleibt. Die Zeit muss weg. Die Zeit, also die Sommerzeit muss weg. So wie hier, Zeit also war nicht. Kein, das heißt, eine Stunde. Ihr seid dafür, die Sommerzeit abzuschaffen. Ja, ja, die muss weg, die Sommerzeit. Nee, kannst du ja nicht machen. Das ist letztendlich... Weißt du, das Problem ist, du stellst die Uhr immer wieder früher. Ich kriege das ja auch nicht hin. Ich bin oft 2 Tage zu früh beim Termin, weil sich das kumuliert hat über die letzten 20 Jahre. Sommerzeit, Sommerzeit, Sommerzeit. Ich finde auch, dass Laternenumzüge, die im Sommer nicht stattfinden, von daher greift das nicht so richtig gut als Argument. Das ja, gebe ich aber zu. Wäre bei Sommerzeit, würden die... Hätte Fahrradkette. Ja, genau. Wäre bei Sommerzeit Winter jetzt. Sagen wir mal, das ist im Prinzip also, ist scheißegal. Mein Eindruck ist, wir müssen da jetzt gar nicht so viel dagegen reden. Da kommt wir machen das schon. Moment. Wer wählt schon Sommerzeit? Wer will das? Ich sehe nur gerade Thorsten Sträter am Strand in Badebuchse mit so einer Laterne da rumlaufen. Das finde ich so gut. Das ist so kennt man ihn. Aus der Zeit gefallen. So ja, auch keine Badebuchse, sondern ein Frotte-Einteiler. Aber ich hätte dich lieber in der Bikini gesehen. Also ich würde, diese Abschaffung ist, glaube ich, nur dafür da, um diese ganze Uhren-Digitalindustrie am Kacken zu halten. Ich muss meinen Batman-Wecker immer von Hand umstellen und das ärgert mich. So, Bums, das ist mein Argument. Ich freue mich immer, irgendwann ist wieder die Zeit, wo die Uhr im Auto richtig geht. Ne? Irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, geil, jetzt geht sie wieder richtig. Ja. Siehst du, ein halbes Jahr warten hat sich gelohnt. Und meine Mutter sagt jedes Mal, also ich verstehe es nicht, einmal kriegt das Auto das hin und einmal nicht. So. Geil. Ja, stimmt. Auch gut. Ja. Ja. Nein, das ist nicht passiert. Sehr, sehr schön. Ich finde einfach, man braucht im Leben ein paar Standards. Und genau. Wenn dann irgendwann die Sommerzeit, weil ganz ehrlich, das muss man ja speziell im Jahr 2016 sagen, woran erkennst du denn an welchen Merkmalen den deutschen Sommer überhaupt noch? Das erkennst du doch nur noch daran, dass irgendwann die Sommerzeit umgestellt wird. Daran erkennst du es. Weil sonst weißt du doch gar nicht, dass Sommer ist. Oder hat irgendjemand in diesem Jahr das Gefühl gehabt, dass Sommer gewesen ist. Das war doch nur einmal in dem Moment. Ich habe meinem Kühlschrank die Sommerzeit eingeführt, das interessiert den aber nicht. Ja. Nein, weil das ist ja auch scheißegal, weil die Tür aufgeht. Was hat denn so ein Hartz IV im Finger noch, wenn er dann nicht mal mehr Sommerzeit hat? Also das geht nun wirklich nicht. Wir sind dafür, dass es bleibt. Sonnenblenden. Daran erkenne ich immer, dass Sommer ist. Wenn die Leute auf der A40 diese SpongeBob-Saugsonnenblenden reinmachen, da frage ich mich, warum du den Leuten auf der A40 entgegenfährst, dass du diese Sonnenblenden siehst. Nein, die sind ja auf der Seite, ne? Diese und Katzen... Weil du entgegen der Fahrbahn auf der A40 besser durchkommst, als wenn du mit den Leuten fährst. Das kannst du mir glauben. Das ist der einzige Weg, da noch rauszukommen. Allerdings. Keine also, Autobahn, ist ja, was, die A40, der David Hasselhoff unter den Autobahnen, keine ist so früh so voll. Ne? Also ich würde die Sommerzeit abschaffen, weil wir haben kein Streusalz mehr. So. Schlau. Dann nimmst du Paniermehl. Genau, mach's weg. Schaffen wir die Sommerzeit ab? Nein, alles klar. Gut, so. Die nächste Frage kommt von unserer Zuschauerin Olesia Krämer. Gesundheit. Olesia, ich hoffe, es kennt Druckfehler. Aber sie möchte wissen, darf man... Ja... Darf man beim Sex mit dem Partner an jemand anders denken? Ja, aber ein Mensch sollte es schon sein. Ja. Ja.
Da bin ich für mehr Toleranz, muss ich sagen. Darf man beim Sex mit dem Partner an jemand anders denken? Thorsten Sträter ist natürlich dagegen. Ingo Appelt ist nicht. Selbstverständlich auch dagegen, aber Ingmar Stadelmann und Micky Beisenherz sind selbstverständlich dafür. Können Sie sich auch gar nichts anderes vorstellen. Freunde der Vielfalt, wir sind Freunde der Vielfalt. Ja, also erstmal, man soll ja beim Sex an was Schönes denken. So. Was denn? Aber dann ist das genau das Problem. Dann denkst du an was Schönes, ist es schnell vorbei. Das ist ja genau das Problem. So, ich denke ja immer an Angela Merkel, deswegen habe ich mehr davon, weil das dauert 2-3 Stunden. Ach so, ich dachte, weil deine Frau dir sagt, ja, wir schaffen das. Ja. So ist das. Ist aber nur eine... Das war einfach die ultimative Antwort. Nein, wir können noch weiter drüber reden. Komm. Da brauchen wir nicht weiter reden. Das ist so eine Frage, die ist von einer Frau gekommen, oder? Bitte? Ist das eine Frage, die ist von einer Frau gekommen? Das ist relativ. Die heißt Olesia Krämer, was immer Olesia bedeutet. Weil ein Mann, nicht, eine Dame natürlich, eine was Dame. Denkt aber es endet auf Sex. Ja, also ich finde, eine Sexfrage sollte auf jeden Fall schon mal mit O beginnen. Olesia von... Und im Grunde genommen ist die Frage an sich natürlich eh Unsinn, weil bei gutem Sex sollst du einfach verdammt nochmal an gar nichts denken. Ja, so. Genau. Ja. So aber ist die es Frauen haben das immer, die sind ja immer beschäftigt. Die viele meinen ja auch immer, oh, habe ich die Wäsche? Müssen wir nicht noch, und da klingelt das Telefon, ach, weiß ich nicht. Zauber. Aber ist wieder mal herrlich, so ältere Herren über Sex reden. Es ist immer so was heiter. Es ist immer sehr heiter. Es ist sehr heiter, ja. Und auch etwas beklemmt. Ja, ich sage, Micky hat natürlich recht. Man soll beim Sex an nichts denken, außer daran, wo man ist, weil der Mittelstreifen der A2 ist kein guter Ort. Ansonsten einfach sich fallen lassen und denken, woran man will. Und wenn es Phantasialand ist... Ich finde, man sollte bei einer Frau grundsätzlich auch mal an was anderes denken als an Sex. Das ist zum Beispiel und bei einem Mann, wir sollten auch mal politisch korrekt bleiben, oder? Eben. Männer können auch Sex haben. Ja. Das ist richtig. Ja. Wenn sie kriegen. Mit dieser erstaunlichen Erkenntnis. Ja. Gebe, das ist eigentlich eine schöne Frage. Ich will gar nicht jedes Mal das Publikum fragen, aber es ist einfach so, das würde ich schon gerne wissen. Darf man beim Sex mit dem Partner an jemand anders denken? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Ja. Es ist ja eigentlich ehrlicherweise eine kopulationserhaltende Maßnahme. Man hält es ja teilweise sonst gar nicht durch, ne? Wenn man nicht an jemand an also was Schönes, also nicht? Absolut. Hab ich doch gerade schon erklärt. So, gucken wir mal. So, wir gucken. Uiuiui. Wir haben jetzt wieder eine Zweidrittelmehrheit, aber die Frage ist, wofür? Ja. So, ihr Ferkel. Und Dieter, das sind die gleichen Leute, die wollten, dass du Präsident wirst. Hammer! Die Frage ist, ein gutes oder ein schlechtes Licht auf mich? Und wieder einmal bestätigt sich meine Annahme, Köln ist der größte Swingerclub Europas. Das ist einfach. Okay. Das finde ich, das ist nochmal eine Frage. Das geht wirklich direkt uns alle an. Und es ist eine Alltagsfrage, die konkret auf unser Verhalten abzielt. Darf man die Pflege des elterlichen Grabes kündigen? Ja, das ist eine schöne Frage. Moment, muss dazu sagen, meine Eltern leben. Deswegen kann ich eigentlich auch Ja sagen. Ingo Appelt ist dagegen. Ja, natürlich. Also ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Bei Thorsten Ingo ist ja noch gar nicht geklärt, ob er überhaupt jemals Eltern hatte. Ne? Ja, ich habe schon Eltern, die leben auch noch. Und deswegen, die sollen die Grabpflege selber machen. So. Ach so. Also, die schicke ich jetzt jeden Sonntag, schicke ich die aufs Grab. Die kriegen von mir auch vorher die Kerze. Ich habe schon mal Vorarbeit. Ich arbeite das vor, die pflegen das selber ein. Was kostet das denn? Eine Grabpflege? Ja. Das ist typisch, das ist wieder so eine Frage, da steht kein Preis drauf. Das ist so... Richtig, Asche. Das ist aber irrelevant. Also letzten Endes muss man ja sagen, es gibt ja nun, wie in allen Gesellschaften, aber es ist ja Posertum. Ne? Wer hat das größte Auto, wer hat die größte Yacht, wer hat das sechste Konto, das schönste Haus und natürlich auch, wer hat das gepflegteste Grab? Ach so. Und dieses Rattenrennen, dieses dann auch noch postmortale Rattenrennen, finde ich einfach, dem sollten wir uns verweigern, denn... die Erinnerung an einen geliebten Menschen hängt ja nicht davon ab, wer den schönsten Grabstein hat und wer die dicksten Blumen auf dem Grab hat. Finde ich absolut lächerlich. Aber also, es geht ja um die Eltern. Die Eltern können doch nichts dafür. Ja, aber sind ja deine Eltern.
Verstehst Nein, du? Aber meine Eltern hängen ja auch, sind ja schon Teil einer Generation, denen das nicht mehr so wichtig ist wie ihre Elterngeneration. Denn es gibt ja noch die Generation der heute 80-Jährigen, die haben sich ja tatsächlich noch echten Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, wessen Grab das schönste und gepflegteste ist. Ich glaube, nach dem Tod kann ja egal sein. Aber kündigen... Das hat so was, es ist natürlich so vernachlässigt. Ja, aber ist denn das genau Andenken an einen geliebten Menschen, an einen Vertrag gekoppelt mit dem Landschaftsgärtner? Das ist doch, man sollte doch keine Sache nicht von kündigen, höchstens 2 Wochen, 3 Wochen. Vielleicht 4. Ich weiß, wie lange läuft das Thema, Vertrag? Merkt man, ne? 10 Jahre? 25 Jahre. 25 Jahre. Na, 25 Jahre ist die Grabstelle. Ja. Ja. Sonst kommt danach ein Lidl drauf. Ja. Die Grabpflege, jetzt misch mich doch mal ein. Die Grab, je nachdem, wo das Grab ist, die Grabpflege ist Blümchen, diese hässlichen Kerzen, die niemals ausgehen. Ja. Auch nicht, wenn du willst, kannst du mit dem Knüppel draufhauen, die brennen die ganze Nacht. Und dann halt Pflanzen. Und was kostet das denn jetzt? Aber letzten, keine Ahnung. Weißt du, du kannst doch Laminat verlegen, dann kannst du bleiben. Ja. Aber normalerweise, wer macht das? Nicht Griechen. So. Die Griechen machen das, die haben da so einen Stein drauf und weiß, da ist ein Bild drin, das kann ein paar Jahre stehen. Das sieht schön aus. In England, das sieht schön aus. Die lassen das verwittern einfach. Da wächst einfach Gras drüber. Man, ja, dann sieht's aber aus, das wie ist so ein Baumfriedhof. Ja, kann auch einfach ausstopfen und zu Hause Aber es ist doch tatsächlich so, also wenn wir jetzt nochmal so pseudophilosophisch werden, der Mensch wird doch nicht, der verstorbene Mensch wird doch nicht am Leben erhalten, dadurch, dass da ein schönes Grab ist, das niemand besucht, sondern durch die... Wenn das so ist, ist es echt schlimm. Ja. Sondern durch das gemeinsame Erinnern, durch das Erzählen von einer Person in der Gemeinschaft, weil die meisten kommen ja nun sowieso nicht an diesem Grab vorbei, mit Ausnahme vielleicht von 1-2 Leuten. Ja, aber man muss doch nicht immer dahin pilgern oder andere Leute dahin zerren und sagen, jetzt guck mal, was er für ein schönes Grab hat, sondern dann sitzt man zusammen und erzählt davon und sagt, Mensch, was war das, ein feiner Kerl, was hast du denn für einen schönen Grab? Ja, du kannst ihn aber so lange nicht hochkant in die Anrichte stellen, das ist das Problem, die Leute wollen schon... Dass du irgendwas machst. Also ich glaube, dass das in Zeiten von knapper werdendem Wohnraum diese opulenten Grabstätten sowieso passé sind. Verbrennen ist auch nicht schön, aber nimmt aber weniger Platz weg. Und kannst du zu Hause ins Wohnzimmer stellen? Ich finde die Idee generell, dass jemand vertikal in einer Holzkiste verrottet, uncharmant, gelinde gesagt. Vor allen Dingen aber... Das hat nur bei Schneewittchen gut ausgesehen. Ja. Und deswegen... Das war auch keine Holzkiste. Bitte? Ja. Das sag ich ja. Das war Plexiglas und sie war ja auch... Ich bin ja auch... Meine Mutter sagt das ja auch. Ne? Sie will ja dann verstreut werden. Also, dass man dann die Asche nimmt und dann ins Meer streut. Und dann muss man das Meer pflegen. Nicht mehr rein. Das ist aber wieder schön. Also, das ist ein schöner Tag. Da kommt der Wal vorbei und sagt, wir passen auf dich auf. Ne? Und wie Fischen Nein. über Fischen. Wenn du eine Grabstelle hast, dann sieht zu, dass es gut aussieht. Kündige das doch und mach das selber. Das ist bestimmt eine meditative Übung. Und vor allen Dingen stell da vernünftige Blumen hin, sonst sieht das immer aus wie Kunstblumen, habe ich schon gesehen. Oh. Kunstblumen. Schöner Ratschlag. Kommen wir zur Frage, soll man eine Wahrsagerin nach der Zukunft fragen? Ja, ist es ja. Ingo Appelt ist dafür, eine Wahrsagerin nach der Zukunft zu fragen. Absolut. Er steht auf sowas, Wahrsager. Ich bin auch mit, Zukunftsleuter, in Eingeweiden lesen und streng dagegen Micky Beisenherz und Ingmar Stadelmann. Ja. Okay, fang mal an. Ich sage, es hat eine uralte Tradition, diese Weissagung, das machen ja auch Handwerker, wenn sie sagen, normal müsste das halten. Das heißt, man muss... Man muss immer davon ausgehen, dass es letztendlich eintritt, wenn sich einer damit auskennt. Die Frage ist ja auch, wem soll man sonst nach der Zukunft fragen? Ne? Politiker, das ist ja schwierig, ne? Die sagen ja auch nichts. Ne? Wenn er da Norbert Blümmer gesagt hat, die Rente ist sicher, das ist auch nichts. Also von daher, nur eine Wahrsagerin kann die Zukunft wissen. Und ob das stimmt oder nicht, ist doch egal. Wir sagen ja, du kannst wirklich bei einer Wahrsagerin, kannst du zumindest ihre finanzielle Zukunft sichern. Auf lange Sicht, geh einfach täglich hin, läuft bei dir. Ja, anders hat es keinen Sinn. Ihr könnt es nicht kaputt reden. Wozu soll man denn seine Zukunft abfragen? Ja, weil die findet ja morgen statt. So. Wäre doch schön, heute Bescheid zu wissen. Dann können wir doch mal warten bis morgen. Aber wir leben morgen sowieso. Ist es ja dann für Dienstag schon wieder vakant. Das ist schon wieder diese No Future, verstehst du? Ja, ich weiß. Das ist der Alltag eines Durchschnittsdeutschen, der ist doch sowieso schon so durchgetaktet und konfektioniert. Das heißt, das Einzige, was uns doch noch ein bisschen bleibt, ist das Überraschungsmoment des Morgen, wenn wir uns das auch noch nehmen, indem wir das schon wissen. Wenn ich bei der Barmer Ersatzkasse arbeite, Doppelaushälfte und ein Opel Omega und dann weiß ich auch noch, der Tag morgen wird so und so laufen, da verfällst du doch voll. Nein, ja, pass mal auf. Ich bin also, Nein. Wieso? Das stimmt doch. Ja. Ich komme aus Mainz, bin die A45 gefahren, war bei Sanifair auf dem Klo.
Kein Papier da. Die Information hätte ich gerne gestern gehabt, offen gestanden. Ja, aber Moment. Aber du hattest dazu, doch... Nein, dazu muss ich wirklich sagen, wer von Mainz aus über die A45 nach Köln fährt, braucht keinen Wahrsager, sondern ein neues Navigationssystem. Nein, das ist die... Moment. Über Köln fahren kann man gar nicht, verstehst du? Du kannst Nomaden gehen über Köln. Viele Menschen, wenn du direkt über... A45 ist die landschaftlich schöne Strecke. Wenn du die frontal auf Köln zufährst, das hat noch keiner in unter 2 Tagen geschafft. Da ist immer eine Übernachtung mit drin. Du kommst doch gar nicht nach Köln rein. Ich kenne Menschen, die nehmen lebendige Ziegen mit als Verpflegung, weil normales Fleisch ja irgendwann verdirbt. Und dann kommen die irgendwann in Köln an. Ich fahre immer schön außen rum, dann da hinten über Wülfrath, Einhörner, zick, zack, zack, Innenstadt. Stimmt. Und ab da dann noch 6 Stunden. Ich fahre auch gerne so. durchs Bergische, ja. Tatsache. Stimmt. Ja, fahr pfiffig. Weiß jemand noch die Frage, sonst würde ich nochmal nachlesen. Soll man eine Wahrsagerin nach der Zukunft fragen? Ja. Ich habe gedacht, geht nicht nach dem Weg. Ich habe gedacht, Navigation. Ja, genau. Also das ist ja letzten Endes. Das ist ja im Prinzip, das Navigationssystem behauptet ja auch immer, was in der Zukunft ist. Du kommst um 15.40 Uhr ein, plus 3 Minuten. Und in Wirklichkeit kommst du natürlich um 19 Uhr, aber es geht 20 ja Uhr. Ja. Ne? Ja, das heißt, ist ja, das bei der Deutschen Bahn ist das ja so, dass man praktisch, ich glaube, dass die Zeiten ausgewürfelt werden. Sind das diese Wahrsager? Ja, das sind keine Wahrsager. Wagensager. Die würfeln. Horst Evers sagte, bei der Deutschen Bahn bekommt man ganz häufig viel mehr Fahrzeit, als man eigentlich zugestanden hätte. Das ist ja sehr schön formuliert. Mehr als bezahlt hat. Ja. Man muss ja auch an sowas glauben, bevor man danach fragt, oder? Ich glaube, das ist ja wie Hypnose, ne? Also hast du funktioniert verloren. Nur, naja, wenn du dran glaubst. Aber es ist ja Trial and Error. Also ich meine, wenn du jetzt da hingehst und dann sagt ihr dir morgen, pass mal auf, nehmen die explodierten Pinguin und das stimmt dann nicht. Aber stell dir vor, das stimmt. Kannst du die verklagen? Bums. Was? Ja. Ist das einklagbar? Die Zukunft? Nein. Ja. Wenn du bei der Bank einen Kredit kündigst, dann zahlst du für die Zukunft, ja, obwohl die das Geld gar nicht muss, weil die wissen. Wie oft die ist wissen, das passiert, Ingo? Die wissen genau, noch 30 Jahre, Junge, kriegen wir Zinsen von dir. Und was ist, wenn ich sterbe, Pech habe? Ja. Aber die fragen keine Wahrsagerin. Nein, aber das ist also viele Banken wissen heute schon, ich kriege gar keinen Kredit. Ja, das wissen die, stimmt. Ja, bei denen weiß man ja mittlerweile sowieso nicht mehr. Bei den Banken, da guckst du ja manchmal in Frankfurt, wenn du auf den Turm guckst, weißt du nicht mehr, ist das jetzt der Fensterputzer oder der Vorstand? Ja. Da muss man mal gucken mittlerweile. Also ich frage ja, wenn ich zu einer Wahrsage, es ist ja ein Beschäftigungsprogramm, sagen wir es doch ganz ehrlich. Also ich gehe zu einer Wahrsage und sage, geht morgen die Sonne auf. Dann guckt die in die Kugel und dann sagt sie, ja. Das du kannst auf die Frage an, ne? Ja, und Ingo bezahlt 100 Euro. Ja, natürlich. Ist ja meine Putzfrau. Ja. Weißt du? Soll man eine Wahrsagerin nach der Zukunft fragen? Fragen wir unser Publikum. Ja. Nein. Wer glaubt an diesen Tinnef? Ist das doch die Augen. Das ist 100% sagen ja. Was, also, wenn man hingeht, ja. Leute legen Karten. Also das ist doch wirklich... Ja. Das ist ja schlimmer noch... Also Tatort statt Tarot. Eigentlich Wahrsagerin ist eigentlich noch schlimmer als religiös zu sein. Das ist so wie aus den 20ern, da war das so mit den Geistersehern und so. Aber im Jahre 2000. Nein, nicht. Ich glaube, die sind fertig mit Zählen. Man kann alles googeln, auch die Zukunft. So war Kirmes, wenn also war Kirmes. Schauen wir mal nach, wer glaubt denn daran, dass man eine Wahrsagerin nach der Zukunft fragen kann? 87% ja, sind dafür, dass man eine. Nein, die sind dagegen. Jawohl. Ja. So. Ist ja logisch. Nee. Habe ich jetzt aber auch schwer getan. Ich wüsste gerne, wer die anderen 13% sind. Ja, ich auch. Wenn Sie auch Fragen haben, schicken Sie Ihre Fragen bitte an mail@nurgefragt.de. Wir freuen uns darauf. Wir kommen zur nächsten Frage. Darf man seinem Chef sagen, dass er keine Ahnung hat? Pro auf jeden Fall Micky Beisenherz und Ingmar Stadelmann. Ach so, diese beiden respektlosen Treffer auf der linken Seite. Aber man kann es ihm doch schreiben. Höflich. Auf dem Zettel hinhalten, Trottel, Fresse halten. Twittern. Ne? Finde ich sehr gut. Oder der hat doch der hier, wie dieser heißt, dieser Komiker, nur. Der hat doch so ein Shirt gehabt, wer keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Das fände ich, anziehen, läuft. Das ist nicht Teil der Frage. Darf man seinem Chef sagen, dass er keine Ahnung hat? Nicht, darf man es ihm zeigen? Nein. Nein, man darf es nicht. Nein. Weil der Chef ist eine Autoritätsperson. Ja, und stell dir vor, du arbeitest mit Donald Trump, der greift dir sofort den Schlüpfer, wenn du irgendwas sagst. Ja. Ich sage nein. Nein, nein. Ja. Ja.
Also es hängt natürlich... Es hängt natürlich immer davon ab, bei welchem Unternehmen man arbeitet. Also bist du jetzt, hast du wirklich Kim Jong-un als Chef, dann stehst du da plötzlich alleine auf dem Feld und die Flak ist auf dich gerichtet. Das ist keine gute Idee. Aber generell, gute Unternehmen profitieren ja sehr von einer Kultur der Diskussion. Also gute Chefs haben ja Leute, die ihnen sagen, dass sie keine Ahnung haben. Korrekt. Ne? Und die lassen dann Menschen für sich arbeiten, die es besser wissen. Genau. Also, und dann kommt so ein Berliner Flughafen dabei raus. Ja, oder als Stuttgart 21. Ja. Also ja, das ist doch so. Ja. Ja. Ich finde schon, man muss auch der Führungsebene sagen, wenn sie Scheiße baut. Das kann schon helfen, dass man den Chef mal kritisiert, in so einem Unternehmen einfach mal zu sagen, Uli, meinst du, du müsstest das nicht versteuern? solche Sätze können ja helfen. Aber generell ist das schon... Nein, aber tatsächlich, um das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu beantworten, sind ja tatsächlich schon sehr große Unternehmen wirklich ins Wanken geraten, weil sich Mitarbeiter nicht getraut haben zu sagen, pass mal auf, wir sind hier auf dem Holzweg. VW. Ja, nein, tatsächlich. Einfach mal... ja, stimmt. Letztendlich läuft es nur aber also tatsächlich mal zu sagen... Wir gehen nochmal zurück auf die Frage. Die Frage war, darf man dem Chef... Naja, irgendwann ist ja immer einer ganz oben. Es gibt ja auch mal einen Chef. Also ich weiß nicht, wo du lebst, aber es gibt auch mal Frauen, die mal Chef sein können. So, jetzt kommst du ins Rollen. Jetzt kommst du ins Rollen. Da vorne sitzt eine Frau. Wir haben eine Frau im Publikum. Und der Rest sieht nur so aus, offenbar. Ich bin aber tatsächlich, als ich noch Festangestellter war... Bei deiner Frau? Ja, richtig. Bin ich in einem Matriarchat groß geworden. Das heißt, ich hatte immer Chefinnen. Und die neigen tatsächlich dazu, die Diskussionskultur ein wenig mehr zu pflegen, weil sie ja insgesamt doch die etwas größeren Zweifler sind und nicht ganz so dickhodig an die eigene Unfehlbarkeit glauben. Die sind offener für den Dialog. Es läuft ja auch anders. Und tatsächlich waren das auch sehr erfolgreiche Unternehmen. Und bei mir lag nicht zuletzt daran, dass es von Frauen ist. Und deshalb bist du nicht mehr da. danach wurden sie erstmal richtig erfolgreich. Ich habe bis 2009 für meine Mutter gearbeitet. Die konnte ich ja gut kritisieren, musste danach aber ohne Nachtisch ins Bett. Weißt du, solche Aktionen. Das ist wirklich wahr. Das ist dann auch bitter. Habe ich wirklich gemacht. Also ich arbeite auch nur für Frauen, weil das ist interessant. Weil bei Frauen hast du eher so einen Dienstleistergedanken. Also wenn ein Mann kommt und sagt, also, du hast ja mal so Ziegenficker-Witze. Ja. Ne? Bei Böhmermann hat das deswegen, weil wahrscheinlich da kein... Ich habe Frauen gehabt, die waren kurz davor, auch diese Witze zu machen. Und die Mädels haben gesagt, muss das sein? Ich sage, nö. Bei einem Mann hätte sie gesagt, ja klar, muss sein, Alter. Weißt du, aber bei einer Frau, da kann man eben einfach mal sagen, nein, lass es so. Mutti wird es schon richten. Ja. Wir schaffen das. Da darf man nicht widersprechen, sondern muss sagen, na klar. Ne? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach die Frage abbrechen. Und sagen, es ist kontrovers diskutiert worden. Fragen wir doch einfach mal das Publikum, was das Publikum darüber denkt. Sollte man seinem Chef sagen, dass er keine Ahnung hat, stimmen Sie jetzt ab. Würde es VW noch besser gehen, wenn das so... Ja, ich bin gespannt. Wenn da unten einer gesagt hat, Freunde, ist eine dumme Idee. Ja. Das ist einfach eine geile Platte, die hier läuft. Ja. Ist das nicht der Kalkbrenner? Ist das nicht der Kalkbrenner, der hier gerade... Das ist der Schlusssound. Und jetzt schauen wir mal nach. Wie ist denn die Abstimmung ausgegangen? Oh. Oh. Oi. 81%, aber dafür oder dagegen? Moment. Das ist jetzt die Frage. Moment. Ich glaube ja dafür. Na ja, so. Ja, natürlich. So. In der Theorie. So. Natürlich. Ja. Und morgen würde ich natürlich gerne mal nachfragen, wer hat es denn schon mal getan? Keiner. Das war ja keiner, aber man sollte es tun. Man sollte es viel öfter tun. Ich habe es noch nie, aber man sollte es tun. Das war die perfekte Frage, um die Menschen ins Bett zu schicken. Damit sie 8 Stunden lang über das nachdenken, was hier gerade besprochen wurde. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao.